Hallo und willkommen bei LiveTech.de. Dies sind die Techniknachrichten der 16. Kalenderwoche des Jahres 2014 in 90 Sekunden. Wird bald das neue HTC One M8 aus Plastik vorgestellt? Das neue One bzw. das HTC One M8 ist laut den meisten Technikbegeisterten ein würdiger Nachfolger des legendären One M7. Jedoch ist das Aluminium auf der Rückseite des Gerätes sehr rutschig. Scheinbar soll dies in einem Update des M8 behoben werden, welches Gerüchten zufolge eine Rückseite aus Plastik bekommen soll. Das M8 und sein Vorgänger waren und sind für die phänomenale Verarbeitung und die hochwertigen verbauten Materialien bekannt. Mit der Plastikrückseite soll das M8 zwar weniger rutschig gemacht werden, jedoch geht dadurch sein Erkennungsmerkmal verloren. Ob HTC mit dieser Variante des Gerätes also Erfolg haben wird, wird sich zeigen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass HTC mit dem One M8 aus Plastik Erfolg haben wird und ob ihr euch eins kaufen würdet. Die besten Kommentare kommen in die nächste Folge der Tech News. Es gibt neue Details zum Project Ara von Google. Vor wenigen Tagen fand die erste Entwicklerkonferenz zu dem Project Ara von Google statt. Dort wurden weitere Details zu der Smartphone-Reihe bekannt gegeben. Google arbeitet in diesem Projekt daran, ein modulares Smartphone zu entwickeln, bei dem man einfach Einzelteile austauschen kann. In Mountain View auf der Konferenz wurde bekannt gegeben, dass die ersten Project Ara Smartphones voraussichtlich im zweiten Quartal des nächsten Jahres verkauft werden. Außerdem soll zu diesem Zeitpunkt ein Starter-Kit mit den wichtigsten Komponenten verkauft werden. Das Starter-Kit soll den Namen Greyphone tragen und wahrscheinlich um die 100 Euro kosten. Jetzt möchte ich euch noch den Kanal Perry's News vorstellen. Auf seinem Kanal gibt es neben wöchentlichen Techniknachrichten auch Tutorials zu OS X und weitere Videos zu Themen rund um Technik. Schaut dort doch mal vorbei und lasst ein Abo dort, wenn euch der Kanal gefällt. Letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr euch ein Smartphone der Project Ara Reihe kaufen würdet und welche Module ihr euch von welchen Herstellern erhofft. Dies waren eure Antworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.